schlafen wieder im gleichen Bett? Ich hoffe nicht. Ich glaube, ihr Rücken sollte eher etwas wehtun. Okay. Ihn hat... Irgendwas von ihm hat ihn... Nee, irgendwas hat von ihm... Jetzt der Satz. Von ihm Besitz ergriffen und hat ihm... in ein etwas rasendes Tier verwandelt. Tierisch verwandelt. Der jetzt sie ordentlich... ihr mal gezeigt hat, wie hart die... Fliesenwände sind. Gut. Hat sich inzwischen an dem Bild was geändert? Da hat bestimmt auch ein Geist. Ja, genau. Das sag's ja. Soll das Augen sein? Soll das ein Stuhl werden irgendwie? Oh, sie bemerkt, dass es frisch ist. Ich meine, sollte sich nicht doch langsam wirklich fragen, dass ihr Ehemann, nicht Ehemann, wir haben ja schon zwei verschiedene Namen, sagen wir Freund immer noch. Außer sie ist halt, als Schriftstellerin wollte sie gerne den Namen behalten. Vielleicht doch nicht mehr ganz so normal ist. Ich meine, der hat sie einfach hier durchgerumst. Dort an der Wand. Da liegt zumindest nichts von ihm. Meine Güte, ey. Dieses Kinderzimmer. Ich würde niemals die Tür offen lassen. Ich würde das Ding zumachen. Das ist schon ein bisschen seltsam. So, wir gehen mal eine Etage runter. Ist da irgendwas Auffälliges? Uns wurde erzählt von diesem Stuhl. Der elektrische Stuhl war ja auch bei dieser Beschreibung von seinen Magietricks. Was, hat sich da was geändert? Au! Wir wollen jetzt nicht über den Akt an sich reden. Ja, also wir sagen einfach nur, es war nicht okay. Punkt. Es ist einfach nur dieses blitzelnde Ding. Das Blitzen an dem... Sieht es uns irgendwas? Manchmal ist ja gerade in dem Moment, wo sich eine Person umdreht, dass erst dann irgendwie was erscheint, aber scheint mir nicht so. So. Oh, sie will nicht mal mehr in das Zimmer von Dan. Das ist schon bezeichnend. Wir gehen mal in das Zimmer von Marie. Wir können uns aufs Bett setzen. Wirklich? Also, in dem Zimmer wissen wir ja, in Flagranti, da ist irgendwas passiert. So, legst du dich hin oder guckst du nur? Mit dem Hintergrundwissen jetzt. Da hat der Trick nicht geklappt. Kann es vielleicht sein, dass die da irgendwas angezettelt haben, wodurch bei der Nummer irgendeine Stelle, Sollbruchstelle oder was auch immer, anders war diesmal, ohne so eine Stelle, damit Karno halt stirbt, dass die vielleicht diesen Mord angezettelt haben? Seht ihr dort das Blinken? It's blinkelicious. Das Geräusch ist auch wieder sehr... So, was ist denn das? Telefon? Ein selbstleuchtender Schlüssel. Ach ne, es ist ein Medaillon. Ein Herz. Warum leuchtet er? I found this in your room. Where did you get it? Why, Zoltan, what do you mean? You know exactly what I mean. Gaston gave it to you, didn't he? No, I bought it when we were in London last month. I'm not a fool, Marie, I've been watching. When he looks at you, you smile and blush. And he's always hovering around you backstage. But you're wrong, Zoltan. He's just a friend. That's all. I don't want him here tomorrow night. But
He's your prop man. He has a right to be at your party. Please, don't accuse me of this. Believe me, Zoltan. I love you. Only you. I want to believe you. I do. Okay, wir haben eine Kette gefunden, die scheinbar ein, zumindest die Eifersucht von Zoltan geweckt hatte. Angeblich hat der Requisiteur, ich habe nachgeschaut, Brobman, sie ihm geschenkt, ihr geschenkt. Und er kann, findet das nicht okay und er sieht ja, wie sie leicht errötet anläuft, wie er ihr die Augen macht und sowas. Und sie streitet alles ab. Ei, 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 da war ja, wir haben ja einen Brief ja gelesen, dass da was war, die Mary. So, hier war dieser Ring drin. Kann man da inzwischen noch was anderes rausholen? Ich gehe mal runter, ob ich ein Item auswählen kann, falls man da irgendwann mal vielleicht was damit kombinieren muss. Aber nein. Das Spiegel ist auch interessant. Der zeigt dort drüber. Ich würde fast behaupten, dass wir irgendwann mal hier was machen, da wird der Spiegel uns was anzeigen. Nur Zigarettenetui wieder. Wir können wieder nichts machen. Drei Stück sind noch drin. Spiegel. Okay. Damit haben wir hier auch wieder alles. Die Kette, warum hat sie so oft geblinkt? Sollen wir jetzt noch vielleicht ins Schlafzimmer gehen, so als. Wir gucken mal in den Spiegel noch rein, sicherheitshalber. Spiegel sind ja scheinbar immer hier ein bisschen. Nicht in die Schublade, Spiegel. Spiegel so, Schublade no. Exit. Hängt denn auf so einen Laken jetzt? Also, sie haben trotzdem getrennte Schlafzimmer, muss ich schon überlegen, oder? Mary's Room und seiner. Ach, shit, jetzt hab ich wieder ins Bett geklickt. Gut. Wir gehen eine Etage runter. Vielleicht ist ja Donald irgendwie gerade unterwegs, nachdem er sich ja die Hörner abgestoßen hat. Vielleicht ist er wieder ein bisschen normaler geworden. Hey, I've been waiting for you. I'm sorry, Harriet, I forgot all about it. You ready to work? Yeah, ma'am, tell me what to do. Waschen. Well, let's see. Kitchen dishes need washing. Our bed needs to be made. Bathroom needs cleaning. Furniture needs polishing. And this floor needs sweeping. I'll get right on it. Anything else? Harriet, I thought you might be interested in. No, never mind. Okay, fine. Anything else? Soll ich sie irgendwo hinlocken damit? Tom. Well, yes, I found these old Ach, ja, stimmt, die Karten. Cards in the house. I don't read them. If you want them. You're darn right I want them. They're beautiful. I tell you what, I'll do a reading for you. A little later, in the kitchen. Anything else? Willst du den Hammer haben? Harriet, I thought you might be interested in... Nee. Anything else? Oh, gut. By the way, I see you carrying around that newspaper. You want me to throw it away for you? Please, would you? Okay, sie nimmt den Hammer und... Nee, die hat nur gesagt Zeitung. Der Hammer bleibt bei mir, Mädel. Okay, sie hat uns also angeboten, dass sie... welche Hausarbeiten sie machen soll. Dass sie gerne damit anfangen möchte. Wobei wir eben sagten, Betten müssen gemacht werden, da muss Staub gewischt werden, da müssen die Böden gereinigt werden und alles mögliche andere. Was sie alles gerne machen möchte. Was ich interessant finde, weil sie sieht absolut nicht sauber aus. Ich meine, jedes Mal, wenn die sich über was beugt, was sie gerade geputzt hat, ist wieder dreckig. Ich meine, die soll sich erstmal selber vielleicht. Und weiß Donald schon eigentlich das? Haben wir ihm das erzählt, dass es jetzt Personal gibt? Ist das die... Erledigt. Dass die Maschine auch noch läuft nach den ganzen Jahren. Ich meine,
Wer mottet denn das Ding? Gut, nicht fragen. Und das ganze Papier, was noch drin ist, die Papierrolle. So, was haben wir diesmal? Keep your secrets to yourself. Trust no one. Okay, Geheimnisse für uns behalten. Niemanden vertrauen. So, ich würde sagen, wir bleiben gleich mal hier. Bei der Tür hat sich ja bestimmt nichts getan. Ist vielleicht Donald gerade in der Bibliothek? Nein. Ich hole mir sonst nichts, dann gehen wir es mal raus. Und wir gehen in die Küche und lassen uns mal die Zukunft vorhersagen. Achso, Moment, wir wollen noch mal kurz in den Spiegel gucken, ob sich hier was geändert hat. Ich will gerne das mal sehen, was da sich spiegelt, aber die steht ja jedes Mal davor. Übrigens, der Tisch war super geputzt, der war poliert. Okay, es war bestimmt schon beim ersten Mal. Nee, das war einfach. Das ist so diese Gangart, du stehst genau vor dem Gegenstand, alles ist gut beim Spiegelbild und man bewegt sich zur Seite und zeigt genau, was dahinter war. Ist seltsam. Nein, 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 nein. Don't do it. Genau, wir gehen. Adrian. Yes? You know those tarot cards you give me? Die Tarotkarten. Well, it's time to do a reading. Ah, wir haben den Hammer wieder. Okay. Hab ich übersehen. Well, okay, I guess. Dirty Cran nenne ich sie ab sofort. Cards. Der Rappername. Alright. Slim Cran könnte man so nennen. Okay, 8 Karten sollen wir nehmen. Wie sie guckt. Echt schon ganz niedlich. Die restlichen Karten, die auf dem Tisch gerade lagen. What is it? Well, of course it's all an interpretation, but it's an interpretation. Come on, Harriet. Es sieht nicht gut aus, denn. Well, all right. This card in the middle is the Fool. And that's you. The Fool is surrounded by all these seven other energies. Der Narr ist umgeben von sieben Energien. Komm. Der Narr sind wir. This card. That's the Lovers. That means that the Fool is gonna have to make a choice in the area of love. Liebesbeziehung ist. Now normally that ain't necessarily so bad, but Entscheidung treffen. All these other cards surrounding it. Als na. Eigentlich nicht so schlimm, aber die anderen Karten ringsherum bieten da ein schlechtes Bild der Komposition. These two cards as justice and strength. And that's good. Because the Fool can use them to help out with rational solutions and a balanced mind. And courage, strength and determination. Zielgerichtigkeit, Stärke und Courage haben wir, also Mut. Sounds like I'm heading off to battle. You might be. Take a look at these other four cards here. The worst four cards in the deck. The Hanged Man. The Tower. The Devil. Gehängter, Turm, Teufel, Tod. Schlimmsten Karten im Deck haben wir vier noch gezogen. Hangman. A sacrifice is gonna happen. Ein Opfer muss gemacht werden. The tower. The breakdown of existing forms. The devil.
irgendwelche Formen werden runtergebrochen. Zerstört. Er zerstört irgendwelche typischen Sachen. Teufel wird passieren. Schlimmes. Eine schlimme Transformation wird geschehen, also irgendwas Tödliches oder was Schlimmes. So what's the verdict? Im Zusammenhang jetzt? It's hard to know, actually. Cause you know, it's all in the interpretation. But off the top of my head, I'd say that you're gonna have some big trouble with your hubby. Evil's got him. And he's gonna change. Unser Mann wird sich verändern. Das Böse. All the strength and courage that you have to fight it. A sacrifice. And then you're gonna have to use your wits to win. Well, thanks, Harriet. That was very interesting. Now, I know that you think that this is all just a bunch of hogwash. Now, Harriet, I really appreciate you trying to help me. But I just don't believe in this stuff. Well, now, all I know is that there's some bad trouble around here. You just better watch your backside. Fine. I will. Okay, darf ich reden? Aber immer kannst du ein bisschen Boden mit ihren Füßen. Okay, also fassen wir zusammen. Wir sind der Narr. Wir haben The Lovers, also irgendwie Ehemann oder Freund, Liebesperson. Wir haben zwar zwei gute Sachen, wie so Stärke, Courage, also Mut auch und Zielstrebigkeit, aber eben diese anderen vier Sachen, der Gehängte, der Turm, der Teufel und der Tod sind schlecht, denn der Gehängte heißt, es müssen Opfer getan werden, der Turm heißt, es werden Beziehungen oder irgendwas wird eingerissen, wird zerstört werden. Der Teufel heißt, es wird als Böses kommen. Der Tod heißt, es wird etwas beendet. Oder etwas wird sich deutlich ändern. Und laut ihrer Interpretation, die natürlich irgendwie aussehen kann, sieht so aus, dass unser Ehemann sich stark verändern wird durch etwas zu etwas Bösen. Wir müssen ein Opfer bringen, um überhaupt zu diesem Opfer bringen, gesellt sich, dass wir halt auch gute Eigenschaften haben, deswegen können wir es bestimmt auch tun, werden sich Sachen ändern. Oder alte Sachen eingerissen. Vielleicht im Haus, vielleicht in unserer Beziehung. Okay, nach dieser netten Darbietung, und wir sind wieder Kapitel 4, das haben wir schon wieder rausgefunden. Jetzt hat man jetzt eigentlich immer die gleichen 10 Striche, oder sind die einfach der Striche uns auch etwas Besonderes haben? Das sind immer 10 kleine Striche. Hm? Ja, 10 Striche dazwischen. Speichern wir mal. Wie viele Kapitel? Das ist Trottel. Egal. Wir gehen raus, bin ich der Meinung. Genau. Cypher. Holz. Hey, you stupid cat. Did want to play with you is all. You stupid kitty cat. I run away and all I want to do it, bang! Cyrus? Dumme Katze? Cyrus, what are you doing? Nothing. What were you doing with my cat? I was playing with it, is all. Cyrus, don't play with him, okay? Okay. Er hat mit der Katze gespielt. Ich glaube, er hat eher seinen Mittag gesucht. Wie ich schon vorher sagte, bitte nicht unsere Katze. Können wir kurz hier? Ne, sie geht echt nicht. Gut, hat sich an dem Grab was getan? Das würde ich jetzt mal gern gucken. Ist da irgendwie was jetzt? Ne, wir haben ja mitgekriegt, wer bis beigesetzt werden soll. Die kleine Sophia. Cypher. Aber spielst du schon wieder mit unserer Katze? Spiel nicht mit unserer Katze, hieß es doch gerade. So, ist in der Scheune was Neues? An den Stellen, wo sie gekocht haben, können wir nichts entdecken. Wenn wir hier rübergehen,
Können die Leiter hochgehen, aber was sollen wir da jetzt noch finden? Ist schon interessant, oder? So ein kleiner Nagel, was der für einen Unterschied bringen kann. Leben und Tod. So. Ich will eigentlich gerne mal ums Haus ringsrum gehen. Irgendwie lässt du mich nicht. Spiel. Ich will doch nur spielen. Gut, komm. Da. Du hackst Holz. Ist ja erstmal eine gute Sache. Cyrus? Huh? When I was in the tower room, I could see a little building in the woods. I was wondering, have you seen it? Yeah. It's over there. Well, can you show me the way? Well, the trail's all washed out. Usually what I do, I just jump over it. But where is it, Cyrus? It's over there. Oh, okay. I'll show you. Come on, follow me. Okay, das letzte Mal dort lang gegangen ist, musste er springen. So, dieses Gebäude, was, was wir gesehen haben, das ist durch das Fenster über, was wir gesehen haben. Da scheinbar das getriggert. So, da ist er ja. So, mein Bester. Lehn dich so sehr an, du kippst das um. Kommen wir? Ja. Oh, there you are. I've been waiting for you. I'm sorry, Cyrus. I tried to hurry. Oh, that's okay. See? There it is. Just like I told you. Come on. Oh, I don't know, Cyrus. Looks kind of dangerous. Isn't there another way? No. Oh, look out. Die untere Hand, der Ansatz. Nicht die Hand, sondern... Oh my God, Cyrus! There you go. You're amazing, Cyrus. I can't believe you did that. Of course I did. I'm strong. See? Wow. Boy, you are strong. Yeah, I know. Ma always tells me that I'm more muscles than brains. Yeah, well, your mother was right, Cyrus. Heck. It ain't nothing. Cyrus! I gotta go. Okay. Er Muskeln als Hirn hat er. Hat seine Mutter ihm gesagt. So hat er eigentlich die Muskeln gekriegt. Hat die Mutter ihn angeleitet, dass er ständig irgendwas Schweres schleppen soll? Viel gegessen haben sie ja nicht, scheinbar. So, klettern wir jetzt durch oder klettern wir drüber? Das ist jetzt die große Preisfrage. Kannst du bitte den Baumstamm. Kannst du bitte. Okay. Ich lasse die Animation einmal laufen und dann demnächst muss ich sie überspringen. Halte ich erstmal fest an den Wurzeln und. Okay, wir sind drüber. Kann es auch sein, diese beiden Karten Muskeln wie auch Zielstrebigkeit und Courage, da auch die beiden Charaktere gemeint waren? Muskeln Cypher, also Stärke, kann natürlich auch sein. Gewicht. Irgend von der Kette irgendein Anhänger. Hühnergott ist das ja nicht, oder? Ach nee, guck mal, das ist nicht. Was ist denn das? Taster? Ich meine, das ist ja irgendwie schon eine. Irgendwo drüber stecken. K
Knauf, oder? Ja, ein Knauf wird das sein. Mit vielleicht sogar, vielleicht für den Schlüssel irgendwo. Okay, damit können wir vielleicht irgendwas aufkriegen. Warum finden wir das hier? Okay, hier ist das Gartenhäuschen. Wir gehen erstmal rüber zum Fernrohr. Und das Fernrohr wird sofort... Ey, das sieht aber noch super in Stand aus dafür, dass das hier seit Jahren rumsteht. Allgemein haben die hier gute Putz... Aber wir es vielleicht machen. Gut, okay, vielleicht haben Cyrus und die Dame hier ein bisschen was gemacht. Ist das genau auf eine Stelle gerichtet? Ich kann nichts sehen. Gar nichts, aber hier ist keine Blende davor. Ah, eine Linse fehlt. Nur zum Checken. Das ist wirklich eine Linse, okay. Ein Glück, dass es ein Screen zuvor lag. So. Jetzt guck bitte nochmal durch. Worauf ist dieses Fernrohr gerichtet? Auf den Turm. Das Turmzimmer. What's that other window there by the tower room? Da gibt's noch ein Fenster beim Turm. Das heißt also, da gibt es noch einen Nachbarraum. Das wird wahrscheinlich diese Holzpaneele sein, die dort an der Seite waren. Da muss man vielleicht noch durchsprechen. Wir haben den Hammer ja zum Glück noch. Okay, wir gehen rein. Wir sehen vertrocknete Pflanzen. Trotzdem sieht es noch gut aus. Ein Gartenhäuschen. Die Scheiben sind eingeschlagen oder, na, ich glaube eher beranzt. So, was passiert hier Feines? Wir können uns die Blumentöpfe nicht ansehen. Wunderschön, wir können hier unten noch was aufnehmen. Ah, eine Kelle. Mit einer Videosequenz. Und kulter Gesang. Oh. Eine Erinnerung an eine der Damen. Die Kittelschatz kennen wir. So, Tom, what are you doing here? Did you want something? Why did you... Sultan. Sultan. Leave me to my plants. Lass mich mit meinen Pflanzen alleine. Yes. Okay, so wir Pflanzen allein gelassen. Er hat ihr zumindest geholfen. Okay, da haben wir gesehen, wie die gute Dame verschwand. Es ist alles vorbei. Hat sich doch scheiden lassen von der. Und sie wurde also hier getötet. Na gut, dann kann er sie hier kleins mehr werfen. Ich meine, das ist... Achso, sie ist jetzt wieder ein bisschen... So, wir gehen nochmal rein. Haben wir die Kelle? Hallo? Hätte ich die haben wollen. Eine scharfe Kelle ist immer mal nicht schlecht. Hammer und Kelle. Statt Hammer und Sichel. Ein paar Töpfe, ist da was drin noch? Oh Gott, die fallen runter da, oder? Wow. Ist das die mumifizierte Leiche von der gewesen?
Das ist Rückgrat. Also hier, wir sehen gerade. Bitte guck mal nach, ob es noch Gegenstand ist. Hernandez, ich habe den Namen schon vergessen, sorry. Zu viele Namen. Aber die ist im Blumentopf und man. Das ist ein ganz schlechtes Requisitenstück. Wer tut denn die offensichtlich auf den Blumentopf erhöht stellen, dass jeder reingucken kann, ohne dass dieses Ding jemals runterfällt? In den ganzen Jahren hätte jeder mal, der hier einfach einbricht, genauso diese beiden, Cyrus und so, hätten mal hier irgendetwas. Wir haben die Schürze. Sollen wir vielleicht die Schürze herbringen, dass da irgendwie was mit ihr passiert? Ich meine, wir können ja gerade nichts machen. Ich habe ja einmal. Ja, sehr gut. Richte deine Haare, nachdem du jetzt gerade eine Tote angeschaut hast. Du gehst aber erstaunlich normal.